speziellen. Danke fürs Meeting aufnehmen. Sensationell. Also, dass wir heute einen ganz speziellen Gast auch da haben, da freut es mich wirklich. Ich kenne sie jetzt ja schon längere Zeit, also ich weiß jetzt gar nicht, wie lang. Oh mein Gott, sie wird vielleicht selber erzählen. Ich glaube, sie wird es selber machen. Ich muss sie mal als Co-Host machen, damit sie selber freischalten kann. So. Und ja, sie ist selber, also von der Friseurmeisterin damals, ja, wie soll man sagen, also durch familiäre Verhältnisse zu dieser einzigartigen Chance gestoßen und auch gekommen. Und sie war am Anfang halt mega skeptisch. Sie hat das Ganze, glaube ich, nicht so wirklich wahrgenommen. Sie hat selber ihr Friseurstudium gehabt und ist alleinerziehende Mama und hat dann damals trotzdem die Entscheidung getroffen. Und ich denke, dass das die beste Entscheidung ihres Lebens war. Mittlerweile verantwortet sie einen Umsatz im Monat von weit mehr wie 200.000 Euro Umsatz. Und drum, das als alleinerziehende Mama, Friseurmeisterin, da hört man jetzt ganz, 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 ganz genau zu. Drum freut es mich, Sie jetzt in Superstars Call begrüßen zu dürfen aus dem Silberpräsidentsteam, die Regina Zuba. Ja, also erstmal einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Jürgen, danke für die Anmoderation. Ganz ehrlich, ich bin sau aufgeregt. Ich hätte niemals gedacht, dass am Sonntag in der Früh so viele Menschen wach sind, sich Zeit nehmen und hier zuhören. Also ich habe gerade immer überraschter die Zahl angeschaut, wie die steigt. Also mega. Erstmal Riesenkompliment an euch, dass ihr ja, euch motiviert habt, heute aufzustehen und dass ich meine Geschichte mit euch teilen darf. Jürgen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Genau, also ums nochmal aufzugreifen, weil du gesagt hast, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Wir haben uns eigentlich relativ am Anfang meiner PM-Laufbahn kennengelernt und du warst einer der entscheidenden Faktoren, warum ich dann letzten Endes gestartet bin. Genau, ich erzähle, was also willst du ich hören? Also nur zur Info, ich habe einige Fragen vorbereitet, okay, aber sag doch einfach mal, wer du bist, wo du herkommst, wie du eigentlich zu dieser Firma gestoßen bist. Genau, also Regina Zuber, wisst ihr jetzt mittlerweile alle, ich bin 36 Jahre, alleinerziehende Mama einer 13-jährigen Tochter, bin eigentlich Friseurmeisterin, habe meinen eigenen Salon gehabt, war auch super happy mit der ganzen Geschichte. Die Produkte kenne ich seit 18 Jahren und zwar hat mir damals meine Mama was hingestellt, hat gesagt, Kind, trink das, das ist gut für dich. Brav, wie man ist, macht man das natürlich. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass die das ständig gemacht hat, weil sie Heilpraktikerin ist und permanent auf der Suche war nach was, was man einfach zusätzlich seinem Körper Gutes tun kann. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, es schmeckt unglaublich gut. Und da war ich so positiv überrascht, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist keine Selbstverständlichkeit bei gesunden Sachen. Gut, und dann habe ich einfach ohne zu hinterfragen die Produkte natürlich genommen und habe dann relativ schnell auch gute Resultate gehabt und habe es einfach jeden Tag in meinen Alltag integriert. Habe natürlich schon auch beobachtet, dass die Mama damit recht erfolgreich ist, aber habe nie verstanden, was sie da macht. Im Gegenteil, ich habe immer gesagt, so einen Schmarrn mache ich nicht. Ich habe was Anständiges gelernt. Da sieht man wenigstens, was ich tue. Also ein Handwerk hat ja Hand und Fuß sozusagen. Und ich habe immer gesagt, als ich so ein bisschen dahinter geschaut habe, habe ich immer gesagt, ich verticke doch nicht irgendwelche Sachen an irgendwelche Leute, weil ich konnte ja in meinem Salon nicht einmal Shampoo verkaufen, weil ich immer ein schlechtes Gewissen hatte. Ich habe aber leider das Problem gehabt, dass ich mir vorher eine Meinung gebildet habe, bevor ich überhaupt eine Ahnung hatte. Und dann habe ich es einfach schon weggeschoben für mich, bis ich dann vor 6 Jahren in eine finanzielle Schieflage gerutscht bin, weil ich einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten konnte in meinem Salon. Und das war so der Wendepunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich sehe ja, dass das Geschäft funktioniert. Ein Jahr zuvor hat mein Bruder schon damit gestartet. Der hat es schneller gecheckt. Und der hat dann, und dann habe ich mir gedacht, ich höre es mir jetzt mal an und habe dann verstanden, es geht hier gar nicht darum, irgendwas zu vertickern, sondern es geht hier darum, Lebensqualität und echte Chancen Menschen weiterzugeben. Ja, und nachdem ich finanziell wirklich mit dem Rücken an der Wand stand, hatte ich quasi keine Alternative. Ich habe mir gedacht, gut, ich gehe entweder wieder in meinen Salon, habe aber dann permanent Existenzängste oder ich baue mir passiv nebenbei einen Plan B auf. Und
ja, dann hatte ich ein ganz, ganz großes Warum und das ist meiner Meinung nach wirklich entscheidend, um überhaupt hier zu starten. Mein Warum war, da war die besagte Europatour. Die ganze Family war in Sizilien und ich war zu Hause, habe Tiere und Haus gehütet und ich war 13 Jahre vorher nicht im Urlaub, weil ich es mir einfach nicht leisten konnte. Und dann habe ich auf Facebook verfolgen müssen, wie meine ganze Family mit, weiß ich nicht, 1000 Verrückten die Woche ihres Lebens hatten, so ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, bin ich eigentlich bescheuert? Das war der letzte Urlaub, an dem ich nicht dabei war, weil ich natürlich auch für mein Kind einfach einen Urlaub mal ermöglichen wollte. Genau, und das war eigentlich so der springende Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt starte ich. Und dann sind wir noch auf den Nationalen Kongress gefahren. Da durfte ich dann die Vicky Sorg persönlich kennenlernen. Das hat mich auch total geflasht, weil das so ein menschliches Verhältnis war. Ich meine, die müsste nicht mit mir reden. Ich war dann kleines Licht, habe ich mich gefühlt. Und trotzdem war sie total herzlich und total nett. Und dann habe ich gedacht, ja, das fühlt sich gut an hier. Das ist das Richtige und dann habe ich einfach losgelegt und jetzt kommen wir zum Jürgen. Kurz drauf hat dann, weil mein Bruder hat ihn schon im Urlaub kennenlernen dürfen und dann hat er sein berühmtes Powercamp veranstaltet und wir durften mit ein paar Leuten aus dem Team nach Österreich fahren und das war so das Wochenende, wo ich gesagt habe, okay, das macht ja auch noch richtig Spaß, es ist super lustig, man lernt tolle Menschen kennen und dann ist es losgegangen. Also es war im September vor 6 Jahren. Genau. Ja, das Powercamp werde ich nie vergessen. War schon lustig. War sehr, vielleicht war da irgendjemand dabei bei dem Powercamp. Schreibt mir kurz in die Nachricht rein. Würde mich richtig interessieren. Das war echt interessant, weil wir haben dort noch Powercamps gehabt. Das war auf mit Stockbetten. Das war richtig cool. Doris war dabei, also das hat richtig Spaß gemacht und da waren halt die Zubas als Ehrengäste da, also es war einfach sensationell, also es war richtig cool. Ja, ich habe schon ein bisschen mitgeschrieben, also nur mal kurz zum Wiederholen für euch alle, vielleicht, ich hoffe, ihr schreibt es auch mit, weil vorher Meinung bilden, obwohl man keine Ahnung hat, ich glaube, das ist der meiste Grund, warum viele nicht starten, ich glaube, wie siehst du das? Ja, also ich glaube auch, dass es einfach viele Vorurteile gibt, dass man einfach oft irgendwas hört, irgendwelche Halbwahrheiten hört und dann hat man eine vorgefertigte Meinung und gibt sich selber die Chance nicht. Und das ist, finde ich, das allergrößte Verbrechen, das man sich selber gegenüber machen kann, dass man sich nicht einfach von A bis Z alles anhört, um dann wirklich eine Entscheidung treffen zu können. Und obwohl ich es im Haus hatte, ich konnte ja quasi gar nicht aus, habe ich immer gesagt, so ein Schmarrn mache ich nie. Und plötzlich war dann aber das, also als ich verstanden habe, worum es geht, war dann das brennende Verlangen so groß. Ich habe dann im September gestartet und wollte ja, wie gesagt, unbedingt in den Urlaub und habe dann aber im November schon mein EMM gehabt, weil ich es ganz safe haben wollte, weil ich da durfte nichts dran rütteln. Und da habe ich dann verstanden, okay, das ist was total Seriöses, das hat Hand und Fuß, das ist einfach, ja, wie du schon gesagt hast, die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich bin auch unglaublich dankbar, dass ich mir endlich die Chance gegeben habe, mir das wirklich anzuhören. Und zwar unvoreingenommen. Jetzt hast ja du einiges erzählt, du bist dann gestartet und jetzt denken sie viele, ja, da ist ja die Mama schon erfolgreich, da ist der Papa, die Mama und der Bruder schon erfolgreich und ihr habt aber doch dasselbe Umfeld gehabt, also trotzdem auch viele Bekannte gleich. Wie war es? Bist du dann so über Nacht dann gleich Silberpräsident geworden oder erzähl doch mal kurz was. Also erstmal, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele natürlich sagen, ah ja, die Mama ist schon erfolgreich, ah ja, der Bruder, ah ja, dann ist es, also bei uns sagt Marc Made Wiesen, dann ist es ja total easy. Nee, ist es nicht, weil natürlich der Druck, den man sich selber macht, weil natürlich auch anders auf einen geschaut wird, wie wenn man jetzt völlig neutral startet, ist ein ganz anderer. Weil trotzdem, egal, ob die Familie das schon macht, startest du ja immer bei Null. Also du startest ja immer erstmal als Produktnutzer, als Teampartner, um dann dein Geschäft aufzubauen. Und ja, wir haben das gleiche Umfeld. Ich muss aber dazu sagen, die Mama hat zum Beispiel nur überregional aufgebaut, weil Garmisch ist ein Dorf und da wird dann viel geredet und dann hat sie gesagt, da hat sie keinen Bock drauf, die macht es überregional. Und mein Bruder und ich, wir sind so grundverschieden,
In allem. Wir verstehen uns super, aber wir sind so grundverschieden. Und das ist das Schöne an dem Geschäft, dass die Menschen wegen, die Firma ist gleich, die Produkte sind gleich, der Marketingplan ist gleich, aber die steigen wegen einem selber ein. Und die Menschen, die bei mir im Team sind, sind deswegen bei mir im Team, weil sie zu mir passen. Und die bei meinem Bruder sind, die passen perfekt zu ihm. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es auch kein Konkurrenzdenken gibt, weil es einfach, ja, weil einfach, man zieht sowieso die Menschen in sein Team, die passen. Also deswegen hat es da überhaupt keine Probleme gegeben. Sensationell. Jetzt, wie waren dann so die ersten Steps, wie du dann gestartet bist? Da bist du da raus zur Nachbarschaft, von Tür zu Tür, oder wie hast du das gemacht? Also gut, mein Vorteil in Anführungsstrichen war ja, dass ich trotzdem meinen Salon noch hatte. Und als ich mich dann wieder erholt habe und wieder im Salon arbeiten konnte, habe ich natürlich erstmal meine Kunden begeistert mit der ganzen Geschichte, weil ich habe dann auch für mich erkannt, ich kann ja was Ganzheitliches bieten. Ich mache sie von außen schön, aber ich gehe auch an die Ursache, und von innen kann ich natürlich auch, wenn jemand sagt, schlechte Haut, Haarausfall und so weiter, wenn ich mit Nährstoffen auffülle, dann kann ich ein ganzheitliches Paket bieten. Und der Vorteil war natürlich, die Leute konnten ja vom Stuhl nicht abhauen. Die sind ja DAX-Essen und die mussten sich's ja anhören. Da habe ich dann viele, viele lustige Erfahrungen gemacht, habe denen teilweise Sachen erzählt, die sie gar nicht interessiert haben, bis ich verstanden habe, okay, man muss den Leuten schon auch zuhören, was denn deren Schwerpunkt ist. Aber das war so, sage ich jetzt mal, mein Start mit den Menschen, mit denen ich sowieso in Kontakt bin. Dann natürlich Namensliste, und dann da hat mich mein Bruder ins kalte Wasser geschmissen, hat gesagt, jetzt gehen wir mal Kaltkontakte machen. Und dann sind wir in allen umliegenden Orten Friseursalons abgeklappert und sind da rein. Und ich kriege heute noch Herzflattern, wenn ich daran denke. Ich war so aufgeregt. Ich habe wirklich Kreislaufkollaps gehabt und ja, und trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht, und da habe ich dann einfach auch gelernt, okay, es geht ja auch darum, die Komfortzone zu erweitern, persönliches Wachstum zu erleben, und genau, so hat es letzten Endes gestartet. Natürlich ganz wichtig die Namensliste, wobei man sich da am Anfang, da habe ich mich bei vielen auch noch nicht getraut, bis ich einfach in mir sicherer war, aber das Schöne ist, es bieten sich ja überall Gelegenheiten, mit Menschen zu sprechen. Genau, also so war eigentlich mein Start bei den Menschen, mit denen ich sowieso jeden Tag Kontakt hatte. Und ich habe dann auch einfach angefangen, mal zuzuhören, was erzählen sie mir denn eigentlich? Und die meisten jammern ja sowieso, entweder geht es ihnen körperlich nicht gut oder sie haben keine Zeit oder sie haben kein Geld. Und das sind die Hauptaspekte, wo man sagt, da können wir jetzt halt richtig gut Abhilfe schaffen und die Menschen richtig gut unterstützen. Sensationell, da war jetzt ganz viel Wichtiges dabei, weil gerade die ersten Steps, glaube ich, weil viele, also heute in diesem Call ja auch neu sind. Vielleicht schreibt da mal kurz jemand hinein, wer denn zum ersten Mal in so einem Zoom-Call dabei ist. Also es sind wirklich sehr viele. Aber Namensliste ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, und trotzdem machen sehr viele nicht. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, denke mir, zuhören. Weil viele fangen ja an und erzählen, oder wie siehst du das? Erzähl das aber. Also was ist, glaube ich, der Fehler? Also ich gebe euch ein Beispiel, mein Aha-Effekt, wo ich gelernt habe, dass es darum geht, Menschen zuzuhören, war, saß eine Kundin vor mir und ich habe, da war ich gerade IMM, durfte mein erstes Auto bestellen oder habe es schon bestellt und habe, ich glaube, eine Viertelstunde nur erzählt, ja, und stell dir vor, und jetzt kommt er bald und ich habe ihn mir so konfiguriert, wie ich ihn wollte, und das ist der Wahnsinn und toll und toll. Und die ist immer kleiner geworden auf ihrem Sitz und hat keinen Kommentar loslassen, das Gesicht ist immer länger geworden, und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, da muss man doch begeistert sein, wenn man firmenfinanziertes Auto sich ermöglichen kann. Und irgendwann habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt muss ich da mal aufhören mit dem Thema, weil sonst springt die mir mit der Farbe auf den Kopf vom Stuhl. Und dann habe ich weitererzählt von der Firma und kam plötzlich auf World Vision und größter Unterstützer mit den meisten Kinderpatenschaften. Und dann sind ihre Augen aufgegangen und sie so, was? Und sie engagiert sich total viel sozial und das ist ja ihrs. Und dann war sie total offen und hat sich dann auch das Ganze angehört. Und am Ende des Gesprächs kam raus, der hat gar keinen Führerschein. Und dann ist mir natürlich klar gewesen, warum die ein Auto nicht interessiert. Und das war so der Moment, wo ich dachte, so, mein Gott, okay, das war meine Begeisterung. Aber das muss ja nicht jeden gleich begeistern. Und wir haben so viele Ansätze. Also erstmal zuhören, wo kann man einhaken, wo kann man denjenigen auch anzünden
Kann man das Bedürfnis finden? Also was ist für dich, glaube ich, wichtig? Ich glaube, so kann man es sagen. Ne? Genau. Jetzt komme ich zu meiner wichtigsten Frage und die stelle ich jeden am Sonntag. Wir haben ja derzeit eine turbulente Zeit, also die beschäftigt ja uns weltweit. Und warum denkst du jetzt gerade, also ich meine, du siehst ja das, warum denkst du jetzt gerade, dass das die Chance des Lebens ist und auch ein sicherer Hafen ist, PM International? Da gibt es ganz viele Aspekte. Also ich sage es jetzt mal auf mein Beispiel bezogen. Ich habe immer gedacht, Friseur ist ein sicherer Beruf, weil Haare wachsen immer, kann auch nicht durch Maschinen ersetzt werden. Ja, hat man gesehen, als alle Salons dann zu waren und die nicht mehr wussten, wie. Also es hat auch bei uns Tourismusort und so weiter, also es hat so viele Branchen, wo man wirklich dachte, die sind safe, hat es richtig erwischt. Und wenn man jetzt mal auf PM schaut, was in den letzten 1,5, 2 Jahren passiert ist, was für ein Wachstum ist. Einer der Gründe, glaube ich, daran liegt ganz klar, dass der Rolf so konservativ gestrickt ist, so vorausschauend ist, dass die Firma so sicher dasteht finanziell, dass er vorausgeplant hat mit den Rohstoffen. Das ist mal so der eine Hintergrund, den die Firma uns als Sicherheit gibt. Und dann das zweite, ganz klar, das Bewusstsein der Menschen ist immer oder öffnet sich durch diese Situation viel mehr in Bezug auf Gesundheit und in Bezug auf Plan B. Zweites Standbein, Sicherheit, passives Einkommen. Und diese zeitliche, örtliche Freiheit, arbeiten zu können, wann man will, wo man will, ich glaube, dass das, also es war immer schon ein riesen Pluspunkt, aber in den letzten 2 Jahren ist es so elementar geworden. Also wir hatten monatelang die Schule zu, die Lena und ich, meine Tochter, wir haben das gefeiert. Für uns war das total entspannt. Hat es irgendwie schon geheißen, vielleicht 2 Wochen vorher wieder Weihnachtsferien. Wir haben abgeklatscht, weil wir das beide so cool finden. Einfach, weil ich nicht im Zwiespalt bin, wo bringe ich jetzt mein Kind unter, wie mache ich das, sondern ich arbeite halt dann außenrum, mache meine Termine dann, wenn es halt passt, wenn sie bei der Oma ist, wenn sie eine Freundin da hat. Und ansonsten genieße ich halt wirklich die Lebenszeit. Und ich kenne ganz, ganz viele Freundinnen von mir, Mütter auch, die wirklich Blut und Wasser geschwitzt haben, weil sie nicht mehr wussten, wie sie es machen mit den Kindern. Und also wie gesagt, dieses komplette Freisein, auch frei entscheiden zu dürfen, wie gehe ich mit der Situation um, ich bin mein eigener Chef, das ist unbezahlbar und das ist, also mir war es vorher schon bewusst, aber jetzt ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, was das hier, wir haben Gold in den Händen, wirklich. Sehr, sehr schön gesagt. Also für alle Mütter, ich hoffe, ihr habt es jetzt ganz genau zugehört. So, jetzt bist du ja dann gestartet und du hast ja mit voller Begeisterung, das haben wir schon mitgekriegt, wirklich durchgestartet. Wie sind das, haben dann alle deine Freunde sofort Ja gesagt? Deine Freundinnen, sind die alle so richtig eingestiegen und durchgestartet oder wie war das? Ja, also da habe ich auch, das hat der Christoph auch immer gesagt, mein Bruder, der hat gesagt, also da habe ich eine richtig harte Schule durch. Man muss dazu sagen, ich habe vor PM einen Freundeskreis gehabt, ich bin mit denen groß geworden, wir waren zusammen im Urlaub mit 18, also als wir 18 waren, so 13, 15 waren wir im Urlaub, es war ein richtig inniger Freundeskreis und ich habe gedacht, das sind Freunde fürs Leben. Und dann habe ich, als es mir so schlecht ging, war aber keiner da und hat irgendwie gesagt, Mensch, komm, kriegen wir schon hin oder geh mal einen Kaffee trinken, ja, konnte ich mir nicht leisten, ja, dann Pech gehabt. So, also die haben mich dann richtig fallen lassen. Und dann habe ich aber PM für mich erkannt, muss aber sagen, ich habe die Geschäftsmöglichkeit bei meinen Freunden wirklich außen vor gelassen. Sie haben es nur so am Rande mitgekriegt und habe dann, ja, ein paar echt bittere Pillen schlucken müssen. Also wir waren mal weg und haben uns davor noch bei jemandem privat getroffen, waren mal so zu 10 und ich war auf Toilette und komme wieder zurück und da habe ich halt gehört, wie sie, ich sag's jetzt, wie es ist, sich das Maul zerreißen über mich, über die Möglichkeit oder was ich da jetzt so mache. Ich habe Leute, die heute noch die Straßenseite wechseln, die ich früher zu meinen Freunden gezählt habe, obwohl ich nie mit denen gesprochen habe. Ich habe eine Freundin, die habe ich tatsächlich mal aufs Geschäft angesprochen, weil sie mir immer vorgejammert hat, ihr geht es so schlecht finanziell, sie weiß nicht, wie sie es hinkriegt, sie hat noch einen Nebenjob und trotzdem reicht es nicht. Und dann kam ihre Antwort und das ist eine Schulfreundin, die kenne ich wirklich auch schon lange und die hat dann gesagt, du, ich finde es total krass, dass du dich an mir bereichern möchtest. Also das war auch nochmal echt ein Schlag ins Gesicht. Heute 2, 3 Jahre später muss ich sagen, wir haben wieder Kontakt, sie hat sich entschuldigt, ihr ging es damals einfach schlecht und das
war dann, ja, war halt so ihre Reaktion, das ist auch in Ordnung. Aber was ich wirklich sagen kann, rückwirkend ist, ich bin echt angefeindet worden. Also es war echt eine Nummer und ich habe oft, bin ich da gestanden, habe mir gedacht, okay, ist das wirklich das oder ist das wirklich mein Weg? Weil es kann doch nicht sein, dass die wahren Freunde sich jetzt so verhalten mir gegenüber. Aber ich kann jetzt sagen, und zwar dieses Durchhalten und dranbleiben, das war manchmal nicht einfach. Aber ich weiß ganz klar, keinem einzigen von denen, die so ja, böse waren damals, ich kann es gar nicht verharmlosen, geht es auch nur ansatzweise so gut, wie es mir heute geht. Und ich bin denen auch nicht böse, weil ich weiß, die handeln ja nur aus ihrer eigenen Not oder ihrem eigenen Defizit raus. Ich würde ihnen wünschen, dass sie auch so eine Chance für sich bekommen. Aber ich bin unendlich dankbar, dass ich so einen Rückhalt hatte von der Familie, auch vom Team. Und mein Warum jederzeit so groß war, dass ich es einfach weitergemacht habe. Und es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und es ist auch nicht immer einfach. Also ich glaube, dass jeder, der hier schon ein bisschen dabei ist, schon Gegenwind erfahren hat und auch schon ja, nicht so schöne Situationen erleben durfte. Aber das gehört einfach dazu. Und entscheidend ist nur, bleibe ich dran oder gebe ich dem nach und höre auf. Jetzt bleiben wir beim Thema, jetzt hat das dann Niederlagen, aber wie motiviert man sich dann dauerhaft wieder oder wie holt man sich einfach da raus, was hast du gemacht? Also für mich war immer ganz klar mein Warum. Ich habe meine Zielcollagen überall in der Wohnung kleben gehabt. Bin immer, wenn ich vorbeigegangen bin, habe ich mich erinnert, okay, warum mache ich das Ganze? Was ich schon gelernt habe, ist, dass sich Ziele verändern, dass Ziele mitwachsen, dass man die auch dann nach oben, sage ich mal, orientieren darf, so wie das Geschäft wächst auch. Aber mein erstes Warum war ganz klar, also als ich gestartet bin, hatte ich so einen Moment, da wollte ich meiner Tochter was kaufen für 9,99 Euro und ich hatte weder 10 Euro im Geldbeutel noch auf dem Konto. Und dann bin ich ins Auto, habe erstmal Rotz und Wasser geheult und habe mir gedacht, okay, was bist du für ein Vorbild? Was bist du denn für eine, was lebst du denn deinem Kind so vor? Und das war für mich so der größte Moment, wo ich gesagt habe, das ist mein Warum. Ich möchte, dass sie mal sagt, wow, meine Mama hat mir alles ermöglicht. Das heißt nicht, dass sie jetzt alles kriegt, aber es geht einfach darum, ihr entsprechend was vorzuleben. Und das war einfach mein Warum. Da hat nichts dran rütteln können. Und dann wachsen die Ziele natürlich, aber ich glaube, das, was einen wirklich motiviert, es kann dich niemand von außen motivieren. Es geht immer nur von innen raus. Du musst es spüren, du musst irgendwas für dich finden, was dich über deine Grenze hinweg steigen lässt, sage ich jetzt mal. Und das sind einfach die Warums, die Ziele, das brennende Verlangen, warum du das Ganze hier machst und warum dir auch ein Nein oder ein Gegenwind oder ein ja, was auch immer, egal ist. Also das Warum, das Ziel muss größer sein als die Überwindung und die Angst. Das ist ja schön gesagt. Die schreiben nur gerade mit. So. Jetzt sind wir ja gerade so im Wachstum. Ne? Und jetzt wächst die Firma in einer Geschwindigkeit. Also wenn ich so zurückdenke, so vor 6 Jahren, wie du gestartet bist, also und jetzt, das ist ja abartig, was sich da verändert hat. Wo siehst du die Firma in den nächsten 2 Jahren? Wo siehst du die Firma in den nächsten 10 Jahren? Das kann man gar nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, dass wir, wenn ich jetzt zurückschaue, was es sich in den letzten 6 Jahren getan hat, also jetzt mal als Beispiel, als ich meine IMM-Ehrung hatte, waren wir zu zweit auf der Bühne. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt gibt es ja jeden Monat neue IMMs wie, also in Zahlen kann ich es tatsächlich gar nicht fassen. Ich glaube einfach, dass wir uns nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, wo wir in 10 Jahren sind, aber eins weiß ich ganz sicher, dass die Richtung ganz steil nach oben geht. Und Zahlen sind nicht so deins, ne? Na, Zahlen sind nicht so meins. Das übernimmt mein Bruder. Also, aber ihr hört ja die Begeisterung, das ist ja perfekt. Jetzt bist du gestartet und wie hast du dann so deine Schlüsselpositionen gefunden? Wer waren die, die dann wirklich so durchgestartet sind? Sind das Personen, die sofort durchgestartet sind? Magst du da vielleicht was erzählen?
Also, ich glaube, es ist immer so, wie man selber ist. Solche Leute holt man sich auch ins Team. Und ich habe jetzt das Glück, dass die Leute nicht so lange wie ich, also 12 Jahre warten, sondern dass sie ein bisschen schneller ins Tun kommen. Aber es ist, also ich bin jetzt nicht die mega Durchstarterin, so von Anfang an gleich steil nach oben. Aber ich habe das Glück, dass ich ein kontinuierliches, stetiges Wachstum habe, dass ich eine unglaubliche Stabilität habe in meinem Team. Und ja, meine Schlüsselpositionen, meine sage ich jetzt mal, meine Standbeine, meine Teampartner, die wirklich auch die Stabilität, die jetzt auch schon ja, Führungspositionen erreicht haben. Ja, das waren alles, also mein stärkstes Bein, die Geschichte kennen schon viele, ist meine Hebamme damals, die bei der Geburt eben dabei war. Und ich muss sagen, ich hatte eine Hausgeburt, deswegen haben wir eine sehr enge Verbindung gehabt, haben uns nie aus den Augen verloren. Und das war auch mein allererster Termin, weil da habe ich gedacht, hey, das mache ich, das ist super, die ist gesundheitsbewusst, die hat sicher noch Geld, Platz im Geldbeutel. Und da war ich hin, super motiviert, total, ja, bin da hingefahren, habe mich vorbereitet und bin nach der Hälfte der Präsentation wieder heimgefahren, weil sie hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ja gut, hast du es gemacht, aber jetzt kannst du auch wieder fahren. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und habe erstmal Rotz und Wasser geheult wieder, weil ich habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein. Also so, und ich habe dann zur Mama gesagt, sowas mache ich nie wieder. Das war wirklich schlimm für mich. Und dann hat sie mich 3 Monate später angerufen und gesagt, sie möchte vom Geschäft nichts wissen, sie möchte nur das Konzept machen, sie möchte nur ihren Körper reinigen, mit Nährstoffen auffüllen. Gut, und dann haben wir das gemacht und dann habe ich sie angerufen und dann, oh nee, ich spüre noch nichts, Nach 4 Monaten und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Also die war wirklich ein harter Brocken. Und dann nach 4 Monaten ruft sie mich an und sagt, hey, jetzt spüre ich es, jetzt sind meine Zellen aufgefüllt und jetzt habe ich ausgeschlafen, weil ich einfach fertig bin mit Schlafen. Und ja, Geschäft immer noch nichts. Die hat so viel Potenzial, die hat mit so vielen Frauen zu tun, wo sie wirklich helfen könnte, nichts. Und nach einem Jahr plötzlich ist sie gestartet, einfach weil sie aus ihrer Begeisterung erzählt hat. Und ja, jetzt ist da eine Riesenstruktur gewachsen, mittlerweile selber Presidents-Team. Und das ist so ein geniales Beispiel, wo ich wirklich sagen kann, es muss nicht jeder gleich kommen. Man weiß ja nie, was sich bei demjenigen ändert. Und im September, als ich damals zu ihr gefahren bin, war sie halt noch nicht so weit. Aber im Dezember, Ende Dezember, Anfang Januar, war dann quasi ihr Punkt gekommen, wo sie was ändern wollte. Und dann hat es aber noch mal ein bisschen gedauert. Und trotzdem darf das dann halt in seinem Tempo wachsen. Also das ist, ja. Also ein gutes Beispiel würde ich mal sagen, dass man auch nicht gleich enttäuscht ist, wenn nicht gleich jeder voll durchstartet, weil jeder darf in seinem Tempo. Sensationell. Jeder darf in seinem Tempo und jetzt kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie siehst du eigentlich immer das? Also es ist leider oft sehr motivierend, auch demotivierend, der Vergleich mit anderen. Wie siehst du das? Also ich bin da eine ganze Schlechte. Mein Bruder ist ja da so, der macht es gerne im Team, auch so Challenges und so gegenseitig motivieren und wer ist schneller und wer ist... Bei mir blockt es sofort. Das ist bei mir so kontraproduktiv. Ich bin, weiß ich nicht. Also ich bin kein Wettkampftyp. Was ich mir aber jeden Tag sage, ist, dass ich mir für mich vornehme, dass ich jeden Tag ein kleines Stückchen besser bin als am Tag zuvor. Das ist so für mich mein Leitsatz, wo ich sage, das gebe ich auch ans Team weiter. Schau mal, wo du gestern gestanden bist, was du im Vergleich dazu jetzt heute schon geschafft hast, wie du deine Komfortzone weiterentwickelt hast. Mei, das darf jeder für sich entscheiden. Mein Bruder kommt aus dem Spitzensport als Tennisspieler und da ist man halt, ja, sage ich jetzt mal, dann eher auf Konkurrenz. Ich bin es nicht. Ich glaube, man muss für sich seine Motivation finden. Meine größte Motivation ist, mich mit mir selber zu vergleichen. Und wenn ich mich ja von einem Jahr oder auch von im Vergleich zu vor 6 Jahren sehe, dann glaube ich, hat sich da schon richtig viel getan. Und ich glaube, das ist das, wo ja, was mich oder auch, und das Interessante ist, dass auch mein Team genauso tickt, dass sich da einfach sehr viel getan hat und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also mir ist auch egal, wenn jemand an mir vorbeischießt und viel schneller seine Stufen erreicht. Pff,
Mir geht's so gut, ich bin so dankbar jeden Tag und ich darf jeden Tag über mich hinauswachsen und neue Dinge lernen und Menschen Chancen geben. Und das ist für mich das Größte. Und ich gönne es jedem von Herzen, der an mir vorbeischießt und schneller ist. So schön. So, jetzt haben wir noch ein Thema. Jetzt bist du hast du einen neuen Teampartner. Was machst du dann mit dem neuen Teampartner? Machst du da so richtig gleich Manager-Trainer? Erklärst du dem alles sofort oder wie sieht das aus? Also ich habe da kein Schema F, sage ich jetzt mal, sondern ich mache das wirklich auch individuell. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen so unterschiedlich sind. Manche, die saugen alles auf wie ein Schwamm, die wollen alles wissen. Und manche, die brauchen einfach ein bisschen. Also was ich immer mache, ist, wenn das Paket da ist, wenn man jetzt mal ganz beim Anfang anfängt, die entscheiden sich, dann kommt das Paket und dann packe ich mit denen am Telefon das Paket gemeinsam aus. Dann trinkt man schon mal am Telefon den ersten Power-Cocktail oder den ersten Restaurant, je nach Tageszeit oder Activize halt. Und manchmal rühre ich auch am Telefon den Joghurt gemeinsam an. Also einfach, dass die Menschen spüren, okay, da ist jemand da. Es ging nicht um schnell mal verkaufen und nach mir die Sinnflut, sondern hey, da betreut mich jemand, da kann ich Fragen stellen. Gut, und dann, wenn er schon den ersten Drink getrunken hat, dann hat er ja schon mal diesen positiven ersten Effekt. Hey, es ist ein super Geschmack. Das ist schon mal der erste Punkt, der zum Erfahrungsbericht beiträgt. Und dann bin ich natürlich in Kontakt und frage, Mensch, spürst du schon was? Wie fühlt es sich an? Merkst du schon was? Besserer Schlaf oder mehr Energieverdauung? Meistens kommen die Leute sowieso von sich. Und was mir ganz wichtig ist, ist, ich notiere mir immer, was war denn vorher? Was hatten die denn vorher für Wehwehchen oder für Themen, die sich optimieren sollten? Und dann rufe ich das wieder in Erinnerung, weil die Menschen vergessen das oft. Und dann sage ich, schau mal, vorher war das und jetzt hat sich das und das verbessert. Das ist doch schon mal genial. Und daraus entwickelt sich der eigene Erfahrungsbericht. Und das ist wirklich das, wenn wir einen Erfahrungsbericht, der Hand und Fuß hat, in Händen halten, dann kann uns nichts mehr dran rütteln. Und wenn die Menschen begeistert sind, wenn sie die Produkte weiternehmen möchten, dann biete ich Ihnen immer an, dass wir gemeinsam schauen, dass Sie Ihre Produkte refinanzieren. Also da helfe ich Ihnen, die ersten Termine machen wir gemeinsam, wenn Sie das möchten. Es gibt auch genügend, die sagen, nee, mache ich allein. Die sprudeln nur so vor Begeisterung. Da gibt es dann gar keine Fakten, sondern da geht es dann wirklich nur darum, hey, genial und raus damit alles, was so in Ihnen, oder was so raussprudelt aus Ihnen. Und ist der erste große Schritt erstmal Manager. Wir arbeiten ja mit den 8 Steps, ich denke, ihr auch alle. Das heißt, das ist einfach was, wo man auch wirklich an die Hand geben kann, wo man auch einen Leitfaden hat, wo alle Infos drin sind. Und das hat sich einfach über die Jahre jetzt auch bewährt. Das ist zuerst mal das eigene Erfahrungsbericht 8 Steps. Dann haben wir noch ein Starter-Training, das sie sich anschauen können. Und das war es einfach eigentlich. Und wenn dann jemand kommt mit, oh, jetzt brauche ich aber noch den Marketingplan und Ding, dann bremse ich sie meistens aus, weil dann wird es kompliziert, dann kommt der Kopf ins Spiel und dann haben sie so das Gefühl, ich muss jetzt erstmal alles wissen und hören auf, aus purer Begeisterung rauszusprudeln. Und ja, das andere, da wächst man ja dann rein. Also das ist, ja, einfach halten. Du hast es schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das Wichtigste ist trotzdem Kundenbetreuung, weil bei dir ist eines der größten Beine eigentlich durch Kundenbetreuung entstanden. Sehe ich das so richtig, ne? Eigentlich alle, muss ich sagen. Also ja, die sind einfach alle, weil sie gesagt haben, ja, okay. Ich habe auch einige, die irgendwo waren, sage ich jetzt mal, und die dann einfach entschieden haben, okay, ich hatte da keinen Ansprechpartner, ich konnte da keine Fragen stellen. Und die sich dann einfach entschieden haben, zu uns zu kommen. Und das freut mich natürlich besonders, weil ich einfach denke, das bewährt sich schon, wenn man sich wirklich ehrlich für die Menschen interessiert und wenn man einfach auch da ist. Und das Schöne ist, wenn man das so vorlebt, dann gibt's das im Team, also wird es im Team so weitergegeben und dann arbeitet wirklich bis in die tieferen Ebenen, arbeiten dann alle danach. Und das ist wirklich was total, ja, wertvoll ist, finde ich. Wie siehst du das Thema Social Media? Aktuell eine geniale Möglichkeit, wenn man nicht raus
kann, wenn man nicht ja, so die normalen Kontakte hat. Ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Tool, aber ich sage immer, es ist nicht die alleinige Arbeit, zumindest nicht meine. Es gibt ja viele, die machen nur über Social Media, was ich persönlich ganz schrecklich finde, aber das ist meine Meinung, also es ist ganz, ganz wichtig, jeder darf machen, wie er will. Was ich ganz schrecklich finde und was ich auch so mit meinem Team ganz klar kommuniziere, ist, vorgefertigte Texte gehen gar nicht. Also das ist was, so dieses, ah, jetzt ratter ich mal runter, copy-paste und rein und schicke es dann an 100 Menschen. Das geht gar nicht, das funktioniert nicht, zumindest bei uns nicht. Und das hat auch nichts mit unserer Philosophie-Einstellung zu tun und auch nicht mit dem, wie wir unser Geschäft aufbauen, sondern es geht wirklich immer um den menschlichen Kontakt. Man kann super Kontakte machen über Social Media, aber dann ist ein ja, Stück weit Vorarbeit nötig, um den Menschen kennenzulernen, um eine gewisse Vertrauensbasis aufzubauen, damit dann einfach ja auch eine solide Basis ist, damit man dann weiter darauf aufbauen kann. Das heißt, du siehst es einfach als Tool und nicht als Zeitvertreib. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil viele haben ja das Thema, ich glaube, Ablenkung, oder? Wie siehst du das? Also, keine Frage. Ich meine, das ist ein Riesenthema. Da kann ich mich auch selber an der eigenen Nase packen. Dann schaust du ein bisschen und dann hängst du wieder drin und eine halbe Stunde ist gar nichts. Das ist schon ein Riesenthema. Man muss sich dann schon wirklich fragen, okay, was mache ich effektiv? Also, wir haben jede Woche, Montagmorgen, immer unsere gemeinsamen Calls. Und letzte Woche war da eben das Thema E-Pass und Ne-Pass, also einkommensproduzierende Aktivitäten und nicht einkommensproduzierende Aktivitäten. Und eins davon ist natürlich, ja, okay, jetzt habe ich viel Zeit auf Social Media verbracht, aber effektiv gemacht habe ich eigentlich nichts. Es ist schon wichtig oder es ist schon, was sich jetzt rauskristallisiert, die Kontinuität, wenn ich mich sichtbar mache auf Social Media, wenn ich da Werbung schalte im Sinne von, hey, ich nutze die Produkte oder was bieten sie mir für einen Mehrwert, vorher, nachher Bilder poste und so, dann ist es schon ein richtig wertvolles Tool. Aber letzten Endes geht es trotzdem immer darum, direkt mit Menschen zu sprechen, Chancen zu verteilen, Kontakte zu machen, die dann auf einen Termin resultieren und das ist letzten Endes eigentlich das, was die Arbeit ausmacht. Also ich liebe dieses Beispiel immer, wenn du in eine Bar gehst und da jemanden kennenlernst, dann machst du ja auch nicht gleich einen Heiratsantrag, sondern dann fängst du auch erstmal an nachzufragen, wie heißt der, woher kommt der, so. Und so ist es letzten Endes ja auch mit dem Geschäft. Ich kann nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, du, hey, komm mal in unser Team, der weiß ja gar nichts von uns. Was ist zum Beispiel für dich ein klares Ne-Pass und was ist für dich ein klares E-Pass? Also E-Pa, ganz klar, mit Menschen sprechen, bei jeder Gelegenheit. Beim Einkaufen, beim egal wo man ist, Kontakte machen. Kontakte, 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 Termine, weil Kontakte allein bringen einen nicht weiter. Also dann natürlich auch ein Termin. Und dann ganz wichtig auch ein Abschluss, weil viele machen ganz viele Termine und schaffen es dann aber nicht die Kurve zum Abschluss. Die sagen dann, ah, super erfolgreicher Termin. Ah ja, und dann überlegst du es dir halt nochmal. Also das war auch so am Anfang so meine Hürde zu sagen, gut, wie starten wir jetzt? Optimal sind oder nimmst du einen Joghurt noch dazu? Also auch Alternativfragen stellen. Das sind einfach die klassischen E-Pass. Und ja, ein E-Pass ist, ich gebe euch jetzt mal das Beispiel, das mich am allermeisten aufgehalten hat. Ich bin so, ich muss immer alles schön schreiben und nochmal. Und dann habe ich mir immer schöne Bücher gekauft und habe dann immer alle Infos, die ich auf den BAs oder auf den Veranstaltungen mir notiert habe, habe ich dann nochmal geschrieben und nochmal in Schönschrift und nochmal sortiert. Und dann war ich den ganzen Tag beschäftigt und habe mir gedacht, boah, heute war ich fleißig. Aber ich habe eigentlich nichts für mein Geschäft gemacht. Und das ist so für mich ein klassisches, ja, klassisches Nepa, geht gar nicht. Das hat mich kein Stück weitergebracht. Jetzt natürlich ist auch interessant, was sind denn deine nächsten Ziele? Was ist jetzt gerade so ein bisschen auf dem Vision Board? Also ich musste mich jetzt erstmal ein bisschen neu orientieren, weil ich ja gerade jetzt erst ein sehr großes Ziel von mir erreicht habe im August. Ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang mich so ein bisschen ausgeruht. Nach meinem Präsidentsteam habe ich erstmal so eineinhalb, zwei Jahre nichts gemacht, weil man lebt ja dann ganz gut und habe dann für mich erkannt, so ist es ganz schlecht, kein Ziel zu haben. Also es ist ganz
ich meine, das Geschäft war kontinuierlich gut, war in Ordnung, aber als ich dann für mich erkannt habe, boah, jetzt geht es wieder los mit Ziel oder jetzt will ich meinen nächsten Step, jetzt will ich mein Silber haben, dann ist eine Dynamik ausgebrochen und ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, okay, ich möchte nicht wieder so lange Zeit verfließen lassen, sondern ich möchte ganz klar weitergehen und diesen Flow auch nutzen. Also mein erstes großes Ziel ist jetzt erstmal, dass ich doppelt so viele Menschen mit auf die nächste Europatour nehme aus meinem Team wie beim letzten Mal. Das ist so mein größter Ansporn, dass ich sage, hey, ich möchte ganz vielen Menschen das ermöglichen, was ich damals erleben durfte, weil dieser erste PM-Urlaub, ich glaube, der erste PM-Urlaub ist für jeden unvergesslich. Ja, klar, dann natürlich der Gold, da habe ich noch kein festes Datum, muss ich gestehen, muss ich jetzt mal schauen. Also, aber fix ist erstmal jetzt die nächsten 3 Monate Vollgas, um viele Leute mit ins Team zu nehmen. Und ja, dann schau mal, was sich daraus ergibt. Das Schöne ist ja, wenn ich meine Leute unterstütze, ihre Ziele zu erreichen, erreiche ich ja meine sowieso automatisch. Jetzt haben wir das wichtigste Thema jetzt gerade, wir stehen ja ganz kurz davor, Urlaub. Urlaub, ist es für jeden noch möglich, jetzt in Urlaub mitzufahren oder was sagst du da dazu? Naja, der erste Qualifikationsmonat ist der Dezember und ich denke, wenn das brennende Verlangen groß genug ist, dann ist alles möglich. Also es gibt Menschen, die wirklich, die schießen durch die Decke, einfach weil das Warum so groß ist. Und ich kann euch sagen, in dem Jahr, bevor ich das erste Mal dabei war, hat mein Bruder zu mir gesagt, komm, wir fahren da hin und Ding. Und ich habe gesagt, ich fahre doch nicht mit Tausenden von Wildfremden, die alle verrückt sind in Urlaub. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich es gesehen, Social Media, Facebook, toll. Und habe dann das Jahr drauf, Gran Canaria war mein erster Urlaub. Und der Moment, in Flieger zu steigen oder für mich auch zum Beispiel, meine Tochter das erste Mal mit die Füße in Sand setzen zu sehen, das waren so Momente, die wären ohne PM nicht möglich gewesen. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich dermaßen, also jeder, der auch nur ansatzweise sagt, das wäre für mich mein Ziel, jetzt starten und zwar jetzt sofort, sobald dieser Call vorbei ist, loslegen. Wir haben eine geniale Möglichkeit durch die Action-Pakete und das heißt aber nicht, wir stellen uns hier ein Lager voll und kaufen uns den IMM, sondern es geht darum, möglichst effektiv mit den Paketen zu arbeiten, um dann im Januar den IMM stabil zu haben und im Februar dann nochmal zu bestätigen. Also das sind einfach jetzt wirklich nochmal richtig reelle Chancen, egal wo man steht, wenn man wirklich Vollgas gibt, dann hat jeder noch die Möglichkeit dabei zu sein. Und nächstes Jahr sind wir wieder in Kroatien, wunderschönes Resort, also einfach ein Traum und ich freue mich riesig, dass wir wieder dorthin fahren. Also es lohnt sich und egal wo ihr steht, ob ihr gerade gestartet seid, ob ihr Manager seid, gebt Gas, ihr schafft es. Wenn es keine Alternative gibt, wenn ihr kein links und kein rechts und kein dran rütteln habt, dann ist es definitiv drin. Jetzt haben wir noch gerade Thema Action-Pakete, wir werden es jetzt trotzdem gleich ansprechen. Da hast du da vielleicht 2, 3 Tipps für alle? Also wir arbeiten, wie gesagt, nicht mit, okay, wir stellen uns jetzt ein Warenlager voll, sondern wenn ich schon ein kleines Team habe, Entschuldigung. Das ist der Hund. Entschuldigung, das ist der Hund, ja. Wenn ich so ein kleines Team habe, ganz klar kommunizieren mit den Menschen, sagen, hey, schau mal her, wie sind die zusammengepackt? Die Action-Pakete sind immer genial gepackt, sodass man wirklich gute kleine Pakete schnüren kann. Man kann es als Geschenke jetzt im Dezember verwenden. Also was wir wirklich machen oder was ich mache, ist, alle Menschen, die mir wertvoll sind, die nicht schon eingeschrieben sind, die kriegen von mir ausschließlich Produkte, weil ich will ja nur das Beste. Und ich brauche nicht das 100. Gesteck oder sonst was, das dann einstaubt und irgendwann im Müll landet, sondern ich möchte ihnen ja einen Mehrwert bieten. Also jetzt im Dezember, das Action-Paket ist ein geniales Tool, um Geschenke zu packen, um neue Menschen auch mal an die Produkte ranzuführen, dass sie einfach den Effekt spüren. Und dann natürlich auch wirklich bis in alle Ebenen runter kommunizieren. Was wir auch machen, ist, wenn jetzt jemand, der gerade neu startet, wenn dem ein
ganzes Paket zu viel ist, dann splitten wir die teilweise auch auf im Team und sagen, okay, wer braucht denn was? Und dann schaut mal, wo bucht man es denn rein? Wer steht kurz vor einer Quali? Also da ist wirklich Teamwork angesagt und da muss ich sagen, funktioniert es bei uns genial, dass man sich da gegenseitig unterstützt und stärkt. Jetzt haben wir natürlich, jetzt kommen wir schon in die Endphase dieses Calls. Was sind so 3 Tipps, was du jedem Neuen mitgeben kannst? Also ganz klar erstmal, finde dein Warum. Das ist so das Allerwichtigste und da geht es nicht, oh, das ist was Schickes oder das brauche ich, was nach außen hin toll aussieht, sondern finde das Warum, das bei dir Schmetterlinge im Bauch auslöst, das Herzrasen verursacht, wo du wirklich ein Kribbeln in den Fingern hast und sagst, das ist es und dafür lohnt sich. Weil alles, was nach außen ist, das flaut irgendwann ab. Aber wenn du ein Ziel hast für dich, wo du sagst, und da ist mir jedes Nein und jeder Gegenwind egal, dann bleibst du motiviert und dann gehst du auch durch jede Hürde durch. Also das ist mal so der erste Tipp, wo ich sage, ohne Warum geht gar nichts. Der zweite Tipp ist, bleib dran, mach kontinuierlich. Weil was mein Fehler am Anfang war, ich war dann einen Tag total motiviert und dann habe ich gemacht und getan, habe die Nacht davor nicht geschlafen, weil ich so aufgeregt war und habe dann einen Tag Vollgas gegeben und habe mich dann wieder 5-6 Tage ausgeruht, weil man dachte, habe ich ja so viel gemacht. Und jedes Mal, wenn wieder der Tag anstand, wo ich wieder Kontakte machen wollte, habe ich wieder diese Überwindung gehabt und habe quasi gefühlt bei Null angefangen. Deswegen, wenn ihr jeden Tag ein bisschen macht, schaut, was ist in eurer Zeit, in eurer Kapazität möglich, was ist euer Ziel? Man kann es genau ausrechnen anhand der schlechtesten Quote. Mache ich das immer im Team? Wo möchtest du hin? Bis zu welcher Zeit? Was ist dafür nötig? Wie viele Kontakte? Und dann bring das irgendwie in deinen Alltag unter. Weil alternativ müsstest du, keine Ahnung, irgendwo anders jobben, um die Runden zu kommen. Und das braucht ja auch wieder deine Lebenszeit. Also deswegen entscheide dich dafür und dann mach's und dann zieh es einfach durch und zwar jeden Tag. Und das Dritte, und das ist wirklich was, was mich persönlich, am Anfang hat mich das schon ein bisschen gestresst, ist wirklich dieses Vergleichen mit anderen. Das ist jetzt so ein bisschen verlaufen, sage ich jetzt mal, dadurch, dass wir nur noch Online-Veranstaltungen haben. Aber es war am Anfang schon so, und dann bist du auf eine Veranstaltung und dann wird da jemand geehrt und da jemand. Es ist, Entschuldigung, scheißegal, wer was wie wo macht. Du bist nur für dich verantwortlich. Und letzten Endes muss jeder schauen, wo er bleibt. Und man muss einfach für sich ein klares Ziel definieren und dann für sich entscheiden, okay, das mache ich jetzt. Und ich habe jeden Tag ein Stück weit mehr geschafft als am Tag zuvor. Und wenn man sich jetzt, und das darf sich jeder von euch jetzt mal wirklich selber fragen, wo standet ihr vor einer Woche, wo standet ihr vor einem Monat, wo standet ihr vor einem Jahr? Der ein oder andere hat vielleicht PM noch gar nicht gekannt. Da ist schon mal ein Riesenschritt, dass er die Chance erkannt hat, sich heute an einem Sonntagmorgen Zeit genommen hat, sich hier eine Stunde hinsetzt und zuhört. Das ist schon mal ein Riesenwachstum, ein Riesenpluspunkt, sage ich jetzt mal, dass man da seine Priorität hinsetzt. Und macht es in kleinen Schritten, aber geht in die richtige Richtung und schaut nicht nach links und schaut nicht nach rechts. Jeder hat andere Voraussetzungen, jeder hat andere Herausforderungen und es geht letzten Endes wirklich nur darum, dass man auf sich schaut und dass man schaut, okay, wie kann ich jeden Tag ein Stückchen besser werden? Also da war so viel, also nur so Info dazu, man sieht, okay, was schreibe ich da so mit, also es sind 4 Seiten, was ich da so mitschreibe, weil es sind einfach so die Dinge dazwischen, wie zum Beispiel, fasse jetzt nochmal zusammen, immer besser zu werden als gestern. Also das ist, glaube ich, so der größte Grundsatz, den man haben kann. Dann Thema Kundenbetreuung. Ich glaube, viele vernachlässigen das, gerade Kundenbetreuung. Ich habe letztens einen Teampartner drauf gehabt, der hat gesagt, er traut sich seine Kunden nicht anrufen. Das ist, vielleicht hast du da noch 2, 3 Tipps. Wie machst du da die Kundenbetreuung? Vielleicht hast du da noch was. Also das habe ich letztens auch gehabt. Erst die Woche hat mich eine Teampartnerin angerufen und gesagt, ja, weißt du, da mache ich Termine und dann habe ich einen Abschluss und dann rufe ich die Leute nicht an, weil dann könnten die ja ins Tun kommen und dann kommt mein unbewusstes Schema mit, oh, ich darf ja gar nicht mehr verdienen oder ich darf ja gar nicht, dass da was wächst. Und da habe ich gesagt, jetzt sei mal bitte nicht so egoistisch. Es geht hier darum, dass du denen ein Gesamtpaket versprochen hast. Wir sind hier nicht
okay, ich habe was verkauft, nach mir die Sintflut, Hauptsache Kohle ist geflossen, um es jetzt mal ganz banal zu sagen, sondern es geht hier darum, dass die es verdienen, dass man sie betreut und dass man schaut, wie geht es denen und dass man sie unterstützt. Und dieses Umdenken, dass das einfach das eine mit dem anderen gar nicht zu trennen ist, und zwar, dass man einfach sagt, okay, wenn ich einen Kontakt hatte und der Termin erfolgreich war, dass dann auch einfach automatisch dazugehört, dass ich mich um die Menschen kümmere. Es gibt natürlich immer welche, die sagen, brauche ich nicht, oder die machen halt so ihr Ding, das ist in Ordnung, da muss man halt ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln, sage ich jetzt mal, aber letzten Endes, es steht gar nicht zur Debatte, sich nicht zu kümmern, weil wenn du einen Führerschein machst und der Fahrlehrer sagt, okay, jetzt steigst du ein und dann zeigt er dir alles und dann sitzt er neben dir und macht nichts und du fährst gegen die nächste, über die nächste rote Ampel, das ist auch seine Verantwortung, dich weiter zu betreuen. Und hier ist es ganz das Gleiche. Also das ist für mich oder auch in meinem Team, muss ich sagen, das ist eine ganz klare Sache und das wird nicht getrennt. Sensationell. Ja, E-Pass, Ne-Pass, ich glaube, das habt ihr alle mitgeschrieben. Ja, einfach die wichtigste E-Pass ist einfach direkt mit Menschen sprechen, keine Copy-Paste-Nachrichten. Also ich glaube, das ist was, das will man selber nicht und ich glaube, das wollt ihr auch nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Action-Back haben wir gehört, da kann man wirklich arbeiten damit. Ja, finde dein Warum, kontinuierlich jeden Tag für dich verantwortlich. Wo stehst du vor einer Woche, wo warst du vor einer Woche? Und das absolut Wichtigste, vorher eine Meinung zu bilden, obwohl ich keine Ahnung habe. Also das ist, glaube ich, das ist so richtig wichtig und jeder kann es wirklich jetzt noch in den Urlaub schaffen, Leute. Das ist jetzt gerade, wir sind mitten am Anfang, ihr könnt es noch alle schaffen, wenn ihr da dabei seid, also definitiv. Ja, jetzt abschließend noch, was willst du uns noch unbedingt mitgeben? Was liegt dir noch so am Herzen? Was ist das, was die anderen noch unbedingt hören sollen? Also ich kann euch nur sagen, jedem, ich weiß ja nicht, wo ihr steht oder wie weit ihr gekommen seid schon oder egal. Und wenn ihr erst Produktnutzer seid und für euch die geschäftliche Möglichkeit erkannt habt, dann möchte ich euch erstmal aus tiefstem Herzen gratulieren, dass ihr das gemacht habt, weil das ist ja der genialste Schritt, den ihr für euer Leben, für euer zukünftiges Leben machen konntet. Wie gesagt, ich kenne die Firma, im April wären es 19 Jahre, dass ich die Produkte nutze. Also es ist unglaublich länger, als ich sie nicht genutzt habe in meinem Leben. Und ich habe bis heute keinen Haken gefunden. Und ich glaube, wenn ihr für euch die Entscheidung getroffen habt, dann seid ihr hier an der richtigen Stelle. Und ich möchte wirklich, wirklich jedem ans Herz legen, lasst euch nicht beeinflussen von außen, geht euren Weg, weil das kann maßgeblich euer Leben verändern. Ich habe es letztens, wir saßen so als Family zusammen und ich habe zur Mama gesagt, ich möchte nicht wissen, ehrlich, also wenn ich daran denke, mir wird ganz schlecht bei dem Gedanken, ich möchte nicht wissen, wo wir als Familie stünden, wenn wir nicht diese Chance kennengelernt hätten, wenn die Mama sich nicht vor 18 Jahren auf die Suche gemacht hätte, sich bewusst für PM entschieden hätte. Und ich glaube, es gibt kein seriöseres, sichereres Unternehmen. Und deswegen Glückwunsch zu eurer Entscheidung und bleibt dran, lasst euch nicht beirren, lasst Fremde, andere Außenstehende nicht entscheiden, ob ihr euren Weg geht oder nicht, sondern entscheidet es für euch selber, egal welcher Gegenwind kommt. Bleibt dabei, weil irgendwann kommen sie alle. Das kann ich euch versprechen. Selbst die größten Kritiker. Und jetzt für alle noch eine Info. Wie heißt denn die Regina auf Social Media? Sie freut sich natürlich auch, wenn man da mal so ein kleines Storychen macht oder sowas. Regina.z. Also das ist die Regina für alle. Ich kann jetzt nicht mehr viel sagen dazu. Ich glaube, da war so viel Inspiration, so viel Wertvolles drinnen. Ich sage herzlichen Dank auch für deine Zeit. Danke, dass du einfach da warst. Ich freue mich dann einmal, wenn du uns mal besuchen kommst in Österreich oder umgekehrt hier nach Garmisch kommen. Jetzt sollte man es wirklich dementsprechend machen bald. Es hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Ich möchte auch Danke sagen auch für die unglaublich sensationelle Zusammenarbeit für so viele Jahre schon. Also es ist nicht selbstverständlich. Also die Garmischer und die Österreicher gehören irgendwie zusammen. Meiner Meinung nach ist ja Garmisch, gehört ja eigentlich zu Österreich, da wissen sie es nicht. Und somit sage ich wirklich herzlichen Dank, Regina, für deine Zeit. Und danke, dass du das heute gemacht hast. Ich glaube, lasst einmal kurz einmal den Chat noch ein bisschen hochleben. Also da siehst du schon, was ihr da von diesem Call gehalten habt. Und in diesem Sinne, ja, danke dir, Regina. Danke.
Und an alle anderen, danke, dass ihr an einem Sonntag am Morgen um 8.30 Uhr da wart. Über 240 Teilnehmer in diesem Call an einem Sonntag um 8.30 Uhr. Bin fasziniert, ich bin begeistert, ich bin absolut erstaunt und in diesem Sinne. Danke euch allen. Wünsche euch einen wunderschönen ersten Adventssonntag, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen, erfolgreichen Tag mit ganz vielen EPAs. Und in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, ciao und baba.